Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder und heute mit einer Hochgebirgsjagd. Eine Hochgebirgsjagd, richtig, richtig nice. Bin hier in Transsilvanien, oben in den Regina, hier auf dem Reginaberg. Hier schön, da sehen wir auch die Region nochmal. Berge und hier haben wir zum einen Gämse, Wölfe müssten hier sein, Mufflon haben wir hier. Und wir haben ja alles am Start. Und vor allen Dingen wenig Bäume, richtig, richtig viel Weitsicht und daher auch richtig viele Möglichkeiten für extrem weite Schüsse. Und das ist das, was wirklich auch dann hier Laune macht. Gerade wenn man dann die Hilfen wie die Treffpunktlage deaktiviert hat, kann man dann auf diesen Berghängen hier die Tiere erspähen und dann teilweise 400, 500, 600, 700 Meter schießen. Und ja, wir werden sehen, wie es hier tatsächlich läuft und es sich verhält mit dem Schießen der Gämse. Und das ist hier richtig, richtig cool gemacht. Das ist also der Plan. Wir müssen jetzt aber erstmal ein paar Tiere finden. Man sollte meinen, dass es hier tatsächlich relativ leicht ist, dann auf den kahlen Flächen die Tiere auch zu erspähen. Aber so ganz leicht ist es dann doch nicht. Manchmal sieht man sie dann ganz gut, manchmal dann weniger gut. Und gerade wenn sie halt weiter weg sind, sind sie natürlich auch nicht so riesig. Und man kann ihn ja mit dem Fernglas nicht so krass ranzoomen wie mit den Visieren zum Beispiel. Aber man sieht es dann häufig irgendwo stehen, wenn man die Augen aufhält. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung da hinten. Denn wir haben da zumindest ein Ruhegebiet für Gämse irgendwo. Nämlich da. Heißt 380 Meter. Und wenn wir Glück haben, sind die auch irgendwo da im Berghang am Fressen. Denn ich bin gerade in den Morgenstunden hier. Und da müssten sie gerade am Esen sein. Und sollten dann hier vielleicht irgendwo in der Nähe gar nicht allzu weit weg ebenfalls zu finden sein. Wenn ich gehe, vielleicht mal da oben gucken, auf den Berghängen da, sieht man sie auch manchmal rumtouren. Wir werden sie auf jeden Fall schon finden. Aber diese Hochgebirgsregion ist wirklich auch wieder richtig gut gemacht. Und das ist halt auch wirklich das Nice hier, dass halt wirklich diese ganzen verschiedenen Biome einem eine so abwechslungsreiche Jagd bieten. Wenn man halt im Wald ist oder unten in den hügeligen Landschaften, dass man da sich tatsächlich eher anpirschen muss an die Tiere. Und hier, ja, sieht man so häufig halt schon aus relativ großen Distanzen und kann sie dann im besten Fall auch irgendwie erlegen und ausfindig machen. Wir haben auch noch eine Mission für hier, nämlich dass wir zwei Wölfe in der Region hier schießen müssen. Falls wir so die sehen sollten, dann ist das natürlich auch ein guter Zeitpunkt, die zu erlegen und die ebenfalls mitzunehmen. Also nicht nur Gämse hier im besten Fall oder Mufflon, sondern auch Wölfe, die wir hier erlegen können, wenn wir sie sehen. Schießen wir mal mit der Monoblock. Ich muss sagen, ey, Monoblock ist für mich echt so mit die beste Roundwaffe geworden. Ich habe mit dieser 300er Win Mag ein bisschen rumprobiert, aber das Problem ist, dass man natürlich dann so, gerade wenn man Dammhirsche schießt oder so, richtig viel auch verschießt vom Fleisch und das dann einfach nicht mehr das Rätsellösung, denn mit dem Monoblock kann man die Rothirsche ganz gut schießen, auch die Elche und alles, was auch so Klasse 6 ist oder so, kann man damit eigentlich ganz gut legen, wenn man halt einen guten Schuss setzt. Insofern sehe ich da nicht die Notwendigkeit, irgendwie auf eine Stufe 6 Waffe zu wechseln. Einfach, weil man so mit der Monoblock alles abdecken kann, was eigentlich kreucht und fleucht, bis auf halt die Kleintiere, also Rehe, Klasse 4. Auf der Karte hier und noch so ein paar kleine Tiere, die halt noch kleiner sind, aber da man nur zwei Waffen mitnehmen kann, muss man sich halt hier ein bisschen variabler an die Limits halten, als wenn wir das komplett abdecken können. Oder man weiß halt, was man genau jagen möchte, dann kann man natürlich die passende Waffe nehmen, wenn man jetzt sagt, ich möchte nur Rotisch jagen. Dann geht natürlich auch die Klasse 6 klar. So, wir sehen aber hier erstmal keine Gams, das heißt, ich gehe jetzt mir irgendwo welche suchen. Irgendwo in den Berghängen werden sie schon lauern und auf mich warten und dann werden wir sie da hoffentlich erlegen können. Gämse habe ich nicht entdeckt, aber dafür hier tatsächlich Wölfe. Wir müssen zwei Wolfsfeen schießen, also im besten Fall weibliche. Auch nur 150 Meter entfernt. Wir werden halt nur einen treffen, glaube ich, ne? Okay, ich markiere mal den oder merke mir den. Mit den anvisieren ist der hier. 150 Meter. Und dann haben wir sie. Was habe ich denn jetzt hier für einen... Was ist das denn für ein Grafikbug gewesen? Ich weiß es nicht, aber wir haben den Wolf auf jeden Fall direkt erlegt.
Und wir können jetzt mal gucken, wo die Würfel mich hinziehen. Wenn wir jetzt da den Hang hinaufziehen, die werden wahrscheinlich nicht bis nach ganz hinten fliehen. Und insofern können wir vielleicht sogar noch den zweiten Wurf auch schießen, dann auf eine größere Distanz. Auch wenn es hier ein bisschen nebliger ist. Mal gucken, wie weit die tatsächlich jetzt hier wegrennen, bevor sie dann damit aufhören. Ja, okay, aber die ziehen tatsächlich ganz über den Hügel hin, oder? Damit kommen wir nicht mehr zu einem zweiten Schuss auf die Distanz. Wobei er ist ruhig da unten schon wieder, oder? Ne, er rennt auch noch. Ne, er zieht auch hinterher, ne? Er zieht auch hinterher, aber wir haben den ersten Wolf geschossen hier im Gebirge und können dann da oben mal gucken gehen, dass wir vielleicht über den Bergkamm da hinten drüber kommen. Aber auch hier zum Beispiel, guck mal, ich habe ja gerade hier diesen ganzen Bergkamm abgeguckt, die standen jetzt einfach hier unten oder sind von da irgendwo runtergezogen. Das ist halt das, was ich meine, ne? Trotzdem hier die freien Flächen überall sind, irgendwie auch nicht so leicht dann alles zu entdecken und zu erkennen. Aber wir haben zumindest hier für unsere Mission, habe ich die sogar aktiv? Ne, ich habe noch die mit dem Feldhasen hier aktiv, da muss ich die vielleicht einmal kurz activaten. Also mal hier, genau. Erlege zwei Wolfsfeen in der Regina-Bergregion, wo wir uns hier aufhalten. Und die haben wir gerade geschossen, die eine, die wir uns auserkoren haben. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier aus Versehen doch einen anderen Wolf geschossen haben. Das wäre natürlich nicht so nice. Aber das soll schon gepasst haben, deshalb flitzen wir da mal eben hin. Kann mich hier auch ein bisschen, ach, warte mal, ich bin in der Hocke. Denke schon, ein bisschen schneller können wir ruhig voran hier. Und gucken mal, dass wir den Wolf jetzt hier haben. Das ist sogar mein erster Wolf, den ich geschossen habe jetzt. Ich habe noch keinen Wolf voll geschossen. Denn ich habe es immer bisher nur mal gehört oder mal kurz irgendwie durch den Wald flitzen sehen. Aber geschossen habe ich einfach noch gar keinen. Und das ist hier tatsächlich der erste. Aber gute Wirkung der Waffe auf jeden Fall, haben wir gesehen. Hier sehen wir nochmal den Treffer, linke Lunge, rechte Lunge. Richtig schön breit hat er gestanden. Damit natürlich die Wirkung auch schön in der Lunge drin gewesen. Wenn wir durchgehen, Durchschuss haben wir ebenfalls geschafft. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir weibliches Tier, erwachsen. Und wir haben unseren Wolf. Warum habe ich die Jagdwertung? Ist der andere Klasse oder was? Jagdwertung nur ein Stern? Ja, ist der Klasse 3 oder was? Klasse 4? Anscheinend Klasse 5, ne? Da müssen wir eben gucken in der Enzyklopädie. Denn der Wolf ist... Aber er ist Klasse 5. Warum habe ich nur einen Stern für die Jagdwertung bekommen? I don't know. Also die normale Wertung ist klar, ist ein weiblicher Wolf gewesen, aber weil ich für die Jagdwertung nur einen Stern bekommen habe, das erschließe ich mir nicht. Haben übrigens ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, ob man Tiere auf eine bestimmte Distanz schießen muss, weil hier, beziehungsweise wenn wir jetzt auf irgendein Viech gehen, was wir schon mal geschossen haben, hier unten steht halt die Entfernung. Ich glaube, das ist einfach ein Übersetzungsfehler, weil eigentlich müsste das wahrscheinlich auf Englisch Range heißen. Ich habe es jetzt umgestellt, aber da steht wahrscheinlich Range und das ist einfach die Trophäen-Range, ne? Also die Spanne. Wenn das hier jetzt eine Trophäe hat zwischen 296 und 385 Punkten, kriegt man einen Stern und so weiter, ne? Das ist einfach nur die Spanne der Trophäe, die damit gemeint ist und nicht die eigentliche Entfernung im Sinne von einer Einheit. Deshalb, ja, das ist, glaube ich, verwirrend gewesen. Man kann die Tiere auch durchaus aus einer näheren Distanz schießen und kriegt dafür trotzdem die vollen Sterne. Warum ich jetzt bei dem hier bei der Jagdwertung Abzüge bekommen habe, das weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass man die Trophäensterne gar nicht fair schießen kann, oder? Also wenn man jetzt eine 5-Sterne-Trophäe hat, dann kann man den, glaube ich, gar nicht fair schießen, um ehrlich zu sein. Denn der hat immer dann diese 5 Sterne, egal wie man schießt. Man kann natürlich den Wert des Fleisches verschießen, aber die Trophäe, glaube ich, kann man gar nicht verschießen. Dann gehen wir weiter hier den Hügel hinauf, wie gesagt. Gucken mal, ob wir irgendwo was stehen haben. Und ich glaube, hier oben ist so ein kleiner Gebirgssee, der hier auf so einem kleinen mittleren Plateau ist. Den könnten wir uns auf jeden Fall auch mal angucken, ob wir da irgendwas haben. Und dann schauen wir, ob wir da entweder neue Wölfe finden oder aber komplett andere Tiere. Wir haben jetzt hier tatsächlich Gämse im Berghang vor mir, allerdings leider auf meiner Seite. Wäre natürlich gut, wenn wir jetzt die auf der anderen Seite hätten. Da haben wir keine. Die ersten sind auch schon abgesprungen, weil die mich gehört haben. Ich glaube, hier unten, da knackt noch einer. Da ist mir noch männlicher, ruhiger. Die Frage ist, ob wir da überhaupt hinkommen. Weil, ja, die Sicht ist natürlich hier, der ist schon 100 Meter, der wird wahrscheinlich auch abspringen. Ich kann mich jetzt auch nicht hinrobben, um ehrlich zu sein, weil wir dann auch den Winkel nicht haben. Da sehe ich halt nichts in dem Buschland. Also ich kann nur beten, dass der
vielleicht doch vor mir auftaucht oder aber wir die anderen Gämsen, die geflohen sind, dann auf dem gegenüberliegenden Berghang sehen können, je nachdem, wohin die letztendlich gelaufen sind. Aber das ist natürlich auch immer in den Bergen hier dann ein bisschen schwierig, wenn man halt diese Hänge hier hat. Wenn sie auf dem eigenen Hang sind, dann schwierig auf dem gegenüberliegenden Hang. Richtig, richtig gut. Ich hätte auch gerne jemanden auf dem gegenüberliegenden Hang, denn ein richtig nice Feature, wenn man schießt, dass man wirklich diese Kugel fliegen sieht auch. Weil die halt auf 500 Meter, 600 Meter braucht die halt so gefühlt eine Sekunde, bis sie einschlägt. Und dann sieht man richtig die Kugel im Visier fliegen, wenn man drauf bleibt, bis man das Tier trifft. Richtig, richtig gut gemacht auf jeden Fall. Da hoffe ich, dass wir auch noch irgendwie so ein Tier auf weiter Sicht ausmachen können. Ich höre es hier schon irgendwo die ganze Zeit knacken, aber den tue ich jetzt noch nicht, um ehrlich zu sein. Wir müssen noch mal hier weiter dranbleiben. Ich gehe einfach mal hier weiter runter und gucke, ob wir die Gams irgendwo finden können oder aber aufschrecken können. Was ist das da unten für ein schwarzes Ding? Ein Stein, ne? Das ist nur ein Stein. Ich wüsste gern, wo die anderen... Da unten ist es. Immer noch ruhig. Ich wüsste gern, wo die anderen tatsächlich sind. Sonst knackt es aber auch schon relativ häufig. Ich wüsste, wie die zieht. Na, dann könnten wir gucken, ob die vielleicht auf den gegenüberliegenden Hang wandern würde. Mit bisschen Geduld. Ich gehe vor allem in den Wind komplett rein. Das ist natürlich auch nicht so nice. Ich weiß nicht, ob sie schon erschrocken ist, so oft wie die knackt, aber noch wird sie mir als ruhig angezeigt. Die anderen, ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Die dann Berg hinauf sind. Aber die ist noch ruhig. Die Gams da unten. Hier war gerade links auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge von Gämsen. Die hätte man eigentlich im Tal hier ganz gut sehen müssen. Aber vielleicht sind die auch tatsächlich dann den Hang hoch, auch wie die Wölfe gerade hinterm Hügel und dann natürlich vorbei damit, dann sieht man sie auch gar nicht mehr. Deshalb müssen wir uns hier auf die eine fokussieren, die wir noch hören und die wir noch hier haben. Auch wenn wir da auch nur schwer rankommen werden, vermutlich. Ich habe noch irgendwas links gehört, aber war glaube ich nur so ein Atmo-Knacken, nicht von einer anderen Gams. Deshalb mal gucken, ob wir uns hier anpirschen können. Und dann schauen wir uns die zumindest mal an, die männliche Gams, wie alt die ist, wie groß die ist vor allen Dingen. Wir werden sie wahrscheinlich trotzdem schießen, egal, unabhängig vom Alter oder allem anderen, einfach damit wir eine Gams haben. Aber erstmal müssen wir sie überhaupt sehen, ne? Und ich glaube, dass die schon vielleicht sogar auch weg ist, weil wir auch nichts mehr hören hier, ne? Noch hier. Ja, da müsste ja irgendwo sein, hier unten. Hier in dem ganzen Buschwerk bäh ich ab, auch einfach nichts zu sehen, ne? Richtig, richtig kompliziert hier in den Hängen. Was ich mir beim Fernglas allerdings wünschen würde, ist echt, dass man da ein bisschen rauszoomen könnte. Denn gerade wenn man so diese Berghänge hier abspäht, keiner fühlt mir manchmal so ein bisschen die Übersicht, einfach eine andere Zoomstufe. Ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass die beiden Ferngläser eine feste Zoomstufe haben. Das eine 8-fach, das andere 10-fach. Und man damit dann ein bisschen, manchmal für meinen Geschmack zu nah dran ist, um halt wirklich einen guten Überblick zu bekommen über so einen Hang zum Beispiel, ne? Der ja eigentlich relativ offen ist und Tiere da eigentlich ganz gut ins Auge springen sollten. Aber eben nicht immer genau zu erkennen, weil einfach die Übersicht ein bisschen fehlt. Das ist dann halt echt immer ein bisschen schade. Guck mal auf den Stein hier, da können wir auf jeden Fall drauf und dann haben wir ein bisschen das Tal unten schon im Blick, aber die Gams sehe ich tatsächlich nicht, ne? Entweder ist die noch irgendwo hinter den Büschen, ich höre sie halt auch nicht mehr, dadurch kann ich sie jetzt auch nicht genauer lokalisieren. Also ist die wahrscheinlich schon wieder über alle Berge im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind wir jetzt zwei Mufflons hier, da müssen wir mal gucken, ob die vielleicht da irgendwo stehen bleiben, denn 300 Meter
Wäre schon okay. Gucken wir mal, im Spotten können wir sie nicht. Aber im Laufen zu schießen, unmöglich, weil wir die Kugel halt wirklich viel zu langsam dafür ist. Aber die gehen jetzt darüber über den Hügel, ne? Ah, da sehen wir sie. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn sie wirklich beim Laufen gesehen werden. Ich kann versuchen, noch höher zu gehen. Ah, wobei er frisst da oben, ne? Okay, er bleibt da stehen und er auch. Da hinten ziehen noch welche rein. Das ist natürlich gut. Also 350 Meter. Ich versuche, ein bisschen höher zu kommen und dann den Männlichen zu schießen. Aber höher komme ich hier gar nicht, ne? Das ist natürlich auch das Problem manchmal in den Bergen, dass man manchmal gar nicht viel höher kann. Also wir müssen versuchen jetzt hier 300 Meter und dann gucken, ob wir den treffen. Ein bisschen drüber halten. Der Wind aber spielt bei solchen Schusswaffen auch eine krasse Rolle. Gerade wenn man seitlichen Wind hat, wenn man jetzt ein bisschen Gegenwind. Ich versuche einfach ein bisschen höher zu halten. Und da haben wir die Kugel gesehen, die da geflogen ist. Und wir haben das Tier getroffen, repetiert einmal durch. Und ja, bin gespannt. Also getroffen haben wir es. Aber ihr habt es gesehen, selbst auf 300 Meter sieht man schon diese Kugel ganz gut fliegen. Ist dann halt noch krasser, wenn man halt noch weitere Schüsse hat. Wo man dann die Kugel länger verfolgen kann. Mein weitester Schuss war, glaube ich, 520 Meter auf eine Gams, die wir da hatten. Und das macht dann schon Laune, ne? Wenn man wirklich so weite Schüsse da irgendwie platzieren kann. Und dann wirklich auch die ballistische Flugkurve sieht der Kugel, wie die dann da langsam zum Ziel fliegt und dann das Ziel trifft. Richtig, richtig stark gemacht. Also Gebirgsjagd, muss ich sagen, auch richtig gut umgesetzt. Macht echt Laune, wenn es auch nicht so leid ist, ne? Durch die ganzen Hügel und kleinen Büschchen, die dann doch immer ab und zu im Weg stehen. Und auch sowas hier, wo man dann mal runterrutscht und fällt. Wir müssen erst mal gucken, ob wir überhaupt da oben hinkommen irgendwie. Weil hier muss ich jetzt erstmal wieder runter, glaube ich, damit ich da oben zum Anschluss komme. Und dann können wir uns da angucken, was wir getroffen haben. Einen Weg haben wir schnell gefunden. Noch 60 Meter bis zum Anschuss. Und ich hoffe, dass der gut war. Weil sonst wird es natürlich auch hier schwierig, das Ziel zu finden. Gerade bei dem Wind dann immer. Da ist noch ein Mufflon männlich auch ruhig. Da unten gehen auch welche. Da hinten, da springen sie aber schon ab. Da sehen wir sie. Oh, wenn das nicht mal der männliche ist, den wir gerade angeschossen haben. Ich habe mal nicht spotten können. Aber erst zum Beispiel ausgewachsen, glaube ich, nur ein Stern. Wäre auf jeden Fall ein guter Abschuss. Ja, er bleibt da stehen, er bleibt da auch stehen. Ah, da steht auch einer. Okay, aber er bleibt da auch schon auf 340 Meter. Und er war mit Schuhen, glaube ich, einstellen. Damit halt ein richtig guter Abschuss-Mufflon. Jetzt haben wir ein bisschen Seitenwind. Jetzt werden wir sehen, dass es ein bisschen sich anders fällt. Ich werde mal ein bisschen weiter links ansetzen mit der Kugel. Aber es ist natürlich, wenn man gerade auf die Distanzen sich hinlegen kann. Das Problem ist halt meistens in den Bergen hier, dass man, ich kann halt nicht höher zielen. Und der Winkel ist manchmal dann ausschlaggebend. Genau dafür. Wir versuchen den trotzdem zu treffen. Wind, wie gesagt, ein bisschen von links kommt. Boah, Krellschuss, bisschen hoch. Haben wir gesehen, hat sich kurz angelegt. Aber da haben wir jetzt gesehen, der Wind gar nicht so krass den Einfluss gehabt auf 9 Meter pro Sekunde. Hat zwar einen Treffer, das Mufflon, aber nicht so gut. Auch da unten noch Mufflon. Wir gucken mal hier die Schweißpferde. Aber der hier hat auf jeden Fall nicht überlebt, denn der hat auf jeden Fall hier einen Lungentreffer bekommen. Und ist damit erlegt worden. Hier, glaube ich, hier die Schweißpferde weiter. Jawohl, da haben wir sie. Werden wir verfolgen. Und das andere Mufflon werden wir, glaube ich, gar nicht kriegen, weil es gar nicht tot ist. Wir haben gesehen, vom Verhalten her, Erkrellschuss hoch in den Rücken hinten rein. Und damit eben nicht so tödlich. Aber auf 300 Meter auch noch nicht so der krasse Windimpact. Ich habe, wie gesagt, bei diesen 500 Meter Schüssen schon, da machst du schon dann richtig Unterschied, auch wenn der Wind da noch mehr reinpfeift. Das hätten wir jetzt, glaube ich, ziemlich genau Black schießen können. Oder zumindest ein bisschen anhalten können, aber nicht so krass. Auch ein bisschen Übungssache natürlich. Da hilft natürlich dann, wenn man diesen Red Dot da eingeblendet hat. Aber den fühle ich nicht so, muss ich sagen. Allein wegen dem Realismus ist ganz nice, wenn wir halt da wirklich ein bisschen selber versuchen müssen, das alles richtig rauszufinden, wie wir schießen müssen, damit der Schuss ankommt und sein Ziel trifft. Gerade bei den weiten Schüssen. Wir kommen bei den weiten Schüssen auch immer ganz gut. Gerade wenn sie breit stehen, wir werden bei dem jetzt gleich hoffentlich sehen können, dass wir sogar vielleicht beide Lungen getroffen haben. Ich weiß gar nicht, wie spitz er jetzt stand. Aber hier ist die nächste Schweißpferde. Ich muss auch sagen, so Schweißpferden meistens ohne diesen Jagdgespür sieht man die echt ganz gut. Ne? Gerade wenn die halt Lungentreffer haben, diese rosa Fährten hier, weiß ich nicht. Ich finde immer, man sieht die tatsächlich einfach besser, wenn man es sogar aus hat meistens. Oh, warte.
und mich hier bücken. Dann gehen wir mal hier über die Kuppe drüber. Vielleicht sehen wir sogar noch da ein paar Mufflons stehen, die wir vielleicht aus der Kurzdistanz schießen können. Währenddessen gucken wir, wo hier die nächste Reise zu sehen ist. Dann sehen wir auch den Bergsee, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Auch da häufiger mal Tiere zu finden. Jetzt gerade sehe ich da keins, aber da kommen auch die, habe ich ein Trinkgebiet zum Beispiel für Gämse. Mufflon müssten da auch am Start sein. Also da kann man auf jeden Fall auch immer mal wieder welche schießen. So, wir gucken mal eben. Jetzt hier auch keine weitere Schweißfährte. Müssen wir gleich nochmal uns genauer angucken. Wollen wir gerade mal gucken, ob wir da irgendwo das Mufflon sehen, was wir gerade gehört haben. Aber wahrscheinlich hinter der Senke da, ne? Wahrscheinlich ist es hinter der Senke und deshalb nicht für mich von hier aus ersichtlich. Ah, da stehen mal ein paar Gämse. Guck mal da, auf 250 Meter sehen wir eine junge männliche Gams, eine erwachsene und eine weibliche. Eigentlich kein guter für einen Abschuss dabei, der im ehesten noch der obere. Er steht ein bisschen besser, aber er ist noch jung und den müssen wir eigentlich wachsen lassen, weil die Tiere wirklich den kompletten Zyklus durchlaufen. Von jung über erwachsen bis ausgewachsen und dementsprechend kann er noch richtig gut werden. Und kommt auch noch, da ist eine weibliche ausgewachsene Gams, da ist noch eine junge. Vielleicht schießen wir einfach hier die ausgewachsene raus, die weibliche. Auf 250 Metern. Und versuchen die zu erwischen. Hat gar nicht gezeichnet, komischerweise. Ganz komischer Treffer, aber ich glaube, der müsste eigentlich okay gewesen sein. Aber sieht noch fit aus, ne? Ich glaube, es ist die hier. Ne, die da oben ist das. Die verliert die Schweißfährte, sehen wir da. Aber hier zum Beispiel sehen wir jetzt, dass wir hier dann nochmal gleich zum Schuss kommen, weil die sich jetzt wieder da ruhig hinstellen. Und jetzt haben wir mal so einen richtigen weiten Schuss. Da müssen wir einmal gucken, wie weit das genau weg ist. 400 Meter fast, also so richtig weit noch nicht. Ich habe, wie gesagt, schon mal 100 Meter mehr gehabt durchaus, aber 400 Meter ist schon mal auch eine Ansage. Kann ich mich jetzt hier vielleicht hinlegen und komme da trotzdem drauf? Ja, das klappt. Das müsste die da sein, ne? Müssen wir warten, bis... Oder ist das die? Von der Schweißfährte her? Ne, ich glaube, es ist die hier. Okay, da müssen wir gucken. Wind, Gegenwind. Boah. Die darf sich nicht so viel bewegen. Dann warten wir mal kurz, bis die... stehen bleibt. Ah, immer wenn ich schießen will. Weit hinten. Aber da haben wir zum Beispiel den Lauf der Kugel gesehen. Und Treffer sieht... ja... sieht halbwegs okay aus. Aber ne, die hat nur zwei Treffer, würde ich sagen. Mit denen wir nichts anfangen können. Aber da jetzt aber drauf zu schießen, ist fast unmöglich. Also auch nicht so leicht, ne? Hier die tatsächlich auf den Distanzen natürlich zu treffen dann. Die würde es hier quer ziehen. Aber bekommen. Ja, und da haben wir daneben geschossen. Das war eigentlich noch. Ja, da ist ein guter Treffer. Der hat auf jeden Fall Lunge getroffen. Da sehen wir es. Aber wirklich super, super schwer, ne? Und jetzt wird er gleich irgendwann umfallen. Der dürfte nicht so weit kommen. Die kleine Gams. Aber auch krass. Die Rennerdistanz kann man ja natürlich auch ganz gut auschecken. Jetzt ist er tot. Da hinten haben wir ihn irgendwo. Sind hier so... bei mir sind die, glaube ich, bei 700 Meter ungefähr rausgeploppt. Da habe ich sie dann nicht mehr gesehen. Kam, wurde immer so gesagt, 800 Meter oder so. Bei mir waren es irgendwie bei 700 Meter. Wo ich sie dann einfach nicht mehr sehen konnte. Und wir gucken jetzt erstmal hier, dass wir das Mufflon weiterfinden. Lass mich hier weiter. Ah, ist in den Busch rein hier, okay. In den Busch. Die Frage ist, ist aus dem Busch wieder raus? Hier ist auf jeden Fall noch eine Schweißfährte und hier liegt es dann. Okay, Mufflon also gefunden. Da haben wir es. Wir sehen es, Leber getroffen und die linke Lunge. Hinten die Leber bis ankratzt, dann vorne in die Lunge reinstand. Ein bisschen spitz, rechte Lunge auch noch. Ein bisschen Ölungsschaden bekommen. Ist auch hier noch
durchgegangen oder zumindest reingegangen. Also damals Mufflon Jungtier leider geschossen, hat aber zum Glück nicht so einen guten Genpool gehabt. Insofern war Abschuss okay. Hat zwar nur eine Trophäenwertung gehabt, Jungtier eigentlich kein guter Abschuss, sollte man nicht machen, aber haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der eh nicht so gut veranlagt war. Den verkaufen wir und dann flitzen wir rüber die 420 Meter bis zur Gams und gucken dann uns die Treffpunktlagen da mal an. Den nehmen wir ja, glaube ich, dreimal getroffen, ne? Und erst der letzte Schuss war dann wirklich in der Lunge. Aber meist, wenn man wirklich so Fleischtreffer, Muskeltreffer hat, glaube ich, mir ist noch nie passiert, dass ein Tier von diesen Treffern verendet ist. Es sei denn, man schießt vielleicht überkalibrig, das habe ich noch nicht getestet. Aber wenn man mit dem passenden Kalibern schießt, dann eigentlich immer der Fall, dass sie das relativ gut wegstecken. Ich habe auch letztens zum Beispiel im Stream einen Rehbock geschossen und habe dann festgestellt, dass ich den schon mal irgendwann vor ein, zwei Tagen angeschossen habe, weil der das weggesteckt hat und einen zweiten Treffer angezeigt wurde in der Übersicht, obwohl ich nur einmal geschossen hatte zu dem Zeitpunkt und den erlegt hatte mit Lungentreffer, aber davor hatte ich den schon mal irgendwie angetroffen in einem flüchtigen Zustand, als er gerannt ist, habe ich den irgendwie mal getroffen gehabt und der hat es ganz gut weggesteckt. Also immer schön aufpassen, nicht, dass man hier ganze Viecher anschießt und die dann hinterher wieder schießen möchte und dann sieht man, eieiei, den habe ich schon mal getroffen vor einer Woche. Vielleicht nicht so gut. Aber wir gucken jetzt hier mal uns den Anschluss hier oben an. Gucken, was da geht. 100 Meter. Und dann ist die ja nicht allzu weit dahinter verendet. Müssten wir eigentlich auch ganz gut finden können. Und die ersten beiden Schüsse waren echt nicht so gut. Aber ich finde es auch ganz geil, dass sie ja wirklich so eine verschiedene Zeichen haben. Ich glaube, da steht sogar in der Enzyklopädie irgendwo drunter. Ich weiß gar nicht wo. Ja, bei Tieren wahrscheinlich. Nee, da nicht. Ah, hier. Da finde ich ganz geil, diese Trefferreaktion, wo dann auch nochmal aufgezählt wird, was man getroffen haben könnte, wenn ein Tier sich nach dem Anschuss anders verhält, anders zeichnet. Richtig gut auf jeden Fall umgesetzt. So wie wir gerade beim Mufflon zum Beispiel da oben gesehen haben, dass wir da so einen Krellschuss hatten, wo die dann meist einmal kurz zusammensacken und danach aufspringen und wieder weiter flitzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist die Schweiße da hinten. Müsste es dann verendet sein. Unsere Gams hier, die weibliche, die wir geschossen haben, ist irgendwo hier. Wo ist sie wieder runtergerollt oder so? Ich glaube, ich sehe hier fast rosa viel Blut, aber der ist doch nicht noch weiter, oder? Ich glaube, dass sie nämlich hier verendet ist und dann vielleicht den Hang wieder runter ist. Müssen wir mal eben gucken. Gar nicht so weit runter. Sie ist hier nur ein bisschen. Ich glaube, hier ist sie verändert und dann ist sie hier in einem Stein gerutscht. Und da haben wir sie und da sehen wir die verschiedenen Schüsse. Der erste hat tatsächlich einfach ein bisschen zu tief und auch ein bisschen zu weit links auf 267 Meter. Wir haben auf 200, glaube ich, geschossen gehabt. Ne? Also hier ein bisschen zu tief abgekommen. Damit nicht viel getroffen. Dann einmal hier Weitwund, bisschen Leber getroffen. Umhüllungsschaden aber hauptsächlich in die Innereien rein. Mit einem glatten Durchschuss sogar und dann der dritte Schuss, der es dann geregelt hat, vorne auf die Lunge drauf, Hauptschlagader noch getroffen, linke Lunge, rechte Lunge, der hat es dann gemacht. Und hier sehen wir ausgewachsene weibliche Gams, die wir da erwischt haben. So, geil! Also, das zur Gebirgsjagd. Gebirgsjagd auf jeden Fall richtig gut umgesetzt. Auf jeden Fall mal Versuch wert, auch gerade um die Schüsse zu üben, Weitschüsse, zu gucken, wie man damit umgehen kann, um die Tiere zu erlegen. Das ist es gewesen von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.